Heute ist Mittwoch, der 3. Februar. Herzlich willkommen zu LTV Aktuell. Welche Entwicklungen in nächster Zeit in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt der Region zu erwarten sind, damit beschäftigt sich die Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken. Die IHK hat jetzt ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Die heimische Wirtschaft fasst langsam wieder Tritt und die Wirtschaftslage in der Region Heilbronn-Franken zeigt sich weiter verbessert. Als ich vor einem Jahr hier gestanden habe, habe ich schlechte Zahlen verkünden müssen. Wenn wir jetzt die Zahlen angucken, sind sie wesentlich besser geworden als vor einem Jahr. Wir haben immer noch eine unbefriedigende Geschäftslage, aktuelle Geschäftslage. Aber wenn wir die Unternehmer fragen, was erwartet ihr im Jahr 2010, finden wir sehr viel Optimismus. Über die aktuelle Geschäftslage äußern sich die heimischen Unternehmen deutlich weniger unzufrieden als im Vorquartal. Ein Fünftel bezeichnet die aktuelle Situation als gut, während 26% mit dem Geschäftsverlauf nicht zufrieden sind. Die Industrie, die maßgeblich die regionale Wirtschaftsentwicklung bestimmt, arbeitet sich langsam aus der Krise heraus. Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich ebenfalls eine positivere Entwicklung. Die Unternehmen haben schon darauf gesehen im Jahr 2009, dass sie ihre Stammbelegschaft halten konnten. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass wenn die Wirtschaft wieder nach oben geht und die Aufträge kommen, dass man die natürlich abwickeln kann. Und das Zweite ist, dass der demografische Wandel uns veranlasst, die Mitarbeiter zu halten, weil wir möglicherweise dann junge Menschen in Zukunft sehr schwer bekommen können. Sorgenkinder sind das Baugewerbe und der Einzelhandel. Diese Branchen äußerten sich über ihre Geschäftssituation unzufriedener als im Vorquartal. Etwas entspannt hat sich die Lage beim Fahrzeugbau. Bezeichnete im Vorquartal kein Fahrzeugbaubetrieb seine aktuelle Geschäftslage als gut, sind es im vierten Quartal immerhin schon wieder 22%. Nur wenig verbessert hat sich dagegen das Stimmungsbild in der Metallindustrie. Fazit: Noch ist die Krise nicht überstanden, aber die Wirtschaft befindet sich auf dem richtigen Weg.